Vanessa. Daily, daily, Vanessa. Jo, was geht ab? Guten Morgen, es ist noch relativ früh, ich war schon unterwegs beim Arzt. Mir wurden die Fäden gezogen und da ich jetzt gleich fahre, gucken wir jetzt mal schnell in die Adventskalender. Sollen wir mit dem Exit-Kalender anfangen? Hä? Na. Hat nämlich gestern hier so Fische drin und so ein Kreis. Mal sehen, was wir damit anfangen. So, ich wollte gerade sagen gelöst, aber naja, ja, kein Kommentar. Man muss auf jeden Fall hier von den... Wo sind die hin, die Fische? Achso, vielleicht sollte ich das nicht unbedingt mischen. Hier, die Farben zusammenmischen von den Fischen und dann ergab es diese Farbe. So. Chocolate. Alter, bin ich doof? Ach, hier. Ein großer Bonbon. Sieht das schon aus, wie für dich? Ja. Blätterkrokant. Ja, das ist okay. So, was willst du aufmachen? Willst du Eis? Willst du ein Eis? Komm, mach du Eis auf. Nee. Okay, dann mach du den auf. Ich mach den auf. Du machst für mich. Wieso? Tja. Erdnussbutter. Ah, das war diese, die hatten wir in Blau. Erinnerst du dich, die so lecker war, wo Elisa hier war? Mhm. Von Zientes. Erdnussbutter. Oh, ein Shampoo von Langhaarmädchen. Cool. Guck mal, mit Kokosöl und Burritiöl. Mit Burriti. Mit Burrito-Öl. Da unten ist die 4. Ach, komm. Ich hab mal eine Hand. Du auch. Da muss ich die Zeit machen. Ist ja auch ein Partner-Adventskalender. Ein Lappen. Was ist das für ein Lappen? Ein Lecktuch bestimmt. Ey! Oh. Oh nein. Du hast jetzt voll deinen Kaffee da drauf gekillt. Das war nicht mit der Absicht. Ach Mann. Ja. Cool. Yay. Kennt ihr diese Sportart, wo man mit so einem Tuch, keine Ahnung, ob das zu Sport zählt, aber mit so einem Tuch so dingst? Ja, Ich kann dir mal damit die Augen verbinden, dann riecht's jetzt nach Kaffee. Wenn du unbedingt willst. Bitte? Ich kann dir damit die Augen verbinden, dann riecht's nach Kaffee. Ja, genau. Wenn du willst. So, ich werde jetzt einmal ein bisschen hier alles vorbereiten für die Fahrt. Ich habe nämlich jetzt eine lange Fahrt vor mir, denn ich fahre jetzt zu Christina und ich werde jetzt endlich den kleinen Luca kennenlernen. Ich freue mich so sehr, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Der ist, warte mal, was haben wir denn heute? Das ist der 4. Oh Gott, ich kann nicht rechnen. Ich habe meine Brötchen in den Ofen gemacht. Bisschen mehr als 2 Wochen gerade alt. Also noch keine 3 Wochen. Oh Gott, Leute, ich freue mich so sehr. Ich freue mich so sehr. Und ich habe ja noch nichts gegessen und so. Und deswegen, ich nehme jetzt, Gott, diese Flasche mit, damit ich nicht anhalten muss und mir irgendwas holen muss zu trinken. Und ich mache mir Brot. Ich habe auch gestern noch Bananenbrot gebacken. Eins lasse ich hier und eins nehme ich mit. Und ja, dann mache ich mich gleich auf den Weg vorkommen. Das Ding hier, womit man das Wasser macht, ist voll wackelig. Oha. Ja. Oh Gott. So viel auf jeden Fall dazu. Ich freue mich sehr. Und ich freue mich richtig auf den Tag. Ich bleibe auch sogar da eine Nacht. Eigentlich hatten wir vorher so geplant, ja, wenn ich komme, dann komme ich nur morgens und fahre abends wieder, ne, weil mit Baby und so ganz frisch. Aber ich bleibe jetzt doch eine Nacht da. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich. Hallo. Ich habe einen neuen Mann in meinem Leben. Einen ganz kleinen, süßen Mann. Und wer ist dieser Mann? Das ist der Luca. Und falls ihr es noch nicht wisst, ich bin bei Christina. Und das ist ihr Baby. Ich habe mich kurzzeitig entbunden. Hallo.
Ja, so schnell hat sie kein Kind gekriegt. Oh, das wär's so innerhalb von einem Tag. Nee. Ja, sag du mal, wie geht's dir, frisch gebackene Mama? Achtung, gut. Gut, Video beendet. Sie hat sich nicht verändert. Nein, also mir geht's super. Was soll ich da auch groß zu sagen? Dem Kleinen geht's gut, mir geht's gut, uns allen geht's gut. Und wir haben eine schöne Zeit, das muss man schon sagen. Und ich bin schon auch ein bisschen emotionaler geworden bei meinem Kind. Aber nicht vor der Kamera. Das, emotionaler als bei Autos? Ja, ein bisschen emotionaler. Ja. Aber es wird sich nie ändern, Leute. Ich kann vor euch nicht emotional sein. Das ist okay. Wir verstehen das. Ne? Verstehe. Verstehe. Dann lassen wir die zweimal schmusen. Ja. Einen Zuckerklumpen erwischt. Super, geil. Ja, wir machen Kekse. Also eigentlich mache ich gerade gar nichts. Ich sitze nur und laber. Aber Christine macht Kekse. Schön machst du das. Weil ich wieder Keksteig essen darf. Ja, Gott sei Dank. Juhu. Das Veganbrot. Das Bananenbrot ist übrigens vegan. Das hättest du auch so essen dürfen. Weil da sind no eggs inside. Und das mit Schoki. Schoki. Schoki-Bananenbrot. Zartbitterschokolade ist vegan, gell? Richtig. Aber da ist nur Backkakao drin. Schön machst du das. Schön, schön. Burger, Burger, Burger. Super. Lasst es euch schmecken. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar da. Ansonsten könnt ihr hier sehr gerne in meinen letzten Vlog reinklicken. Hier unten findet ihr die Playlist. Hier gibt es den Vlog von vor genau einem Jahr. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog.